Ich kann das. Ich möchte nicht mehr. Ich freue mich auf heute. Mhm. Hm? Alles okay? Ja, ja. Alles gut. Wird's heute eigentlich wieder so spät wie gestern? Nee, wird nicht so spät. Weißt du warum? Nee. Ich möchte dich und Karim zum Essen einladen heute Abend. Ja, du hast doch gesagt, du willst mehr Zeit hier in Berlin verbringen und mit mir auch. Und dann dachte ich, ja, halte ich mal das Versprechen heute und führe euch ganz, ganz fein aus, ganz toll. Schon ein gutes Restaurant ausgesucht für uns. Ja, mega. Dankeschön. Ja, freust du dich? Ja, also, sorry. Ich weiß, dass du das auch nett meinst und ich finde es auch mega süß, dass du die Initiative ergreifst. Nur das Ding ist, irgendwie würde ich mich schon gern mal wieder mit den Mädels treffen. Die haben mich jetzt schon so oft gefragt, ich habe jedes Mal abgesagt. Und ja, einfach mal sich wieder auf einen Kaffee treffen, wäre schon echt cool. Andererseits weiß ich ja auch, dass du das nicht so toll findest und dass wir mehr Zeit zusammen verbringen und so. Deswegen, ja, weißt du. Hey, Spatz. Ja, mein Engelchen. Ja, kein Problem. Machen wir. Okay, hab dich lieb. Tschö. Karim hat sein Buch in der Schnitte vergessen. Gott sei Dank hat er nur also ein Buch vergessen. Also glaubt er. Ja, besser hat nur ein Buch vergessen. Ich dachte, da kommt was Schlimmeres wieder auf uns zu. Ja, dann lass mal eben gucken. Ob es da ist oder nicht. Ja? Ja. Wo hat mir dieses Buch in die Hand, bitte? Weiß auch nicht. Schon mal auf jeden Fall passt. Also hier habe ich schon alles abgecheckt. Hey. I'm ready for my Kaffee. Hey. Ich will alles bunt haben heute. Alles? Okay. Jeden Finger eine Farbe. Okay, kriegen wir. Hi. Hey. Wir haben uns vor lange nicht gesehen. Warum gehst du immer nicht ans Telefon? Hi. Hi. Warum gehst du immer nicht ans Telefon, wenn wir dich anrufen? Ich hatte viel zu tun in letzter Zeit. Bist du sicher? Ist alles okay bei dir? Ja, ja, alles gut. Es war nur ein bisschen stressig. Ja. Ansonsten, was machst du? Fingernägel. Hier hast du schon mal einen Kaffee. Dankeschön. Den brauchst du vielleicht gar nicht. Wie wär's, wenn du vielleicht mit Sarah einen Kaffee trinken gehst? Oder ihr beide zusammen? Wenn ihr Lust habt. Also ich suche das Buch alleine, ist ja jetzt nicht so ein Akt. Okay, boah, ich presche ja gar nicht gerne dazwischen, aber sie hat einen Termin bei mir. Achso, oh ja, aber. Also ich ist es schon okay, Lust. Wenn ich morgen komme? Wenn das okay ist. Okay. Okay, den Kaffee hättest du mir schon lassen können, ne? Hey, nein, aber wir gehen doch jetzt einen trinken. Ja, stimmt. Eben, deswegen. Ja, lass einen Kaffee trinken gehen. Ja. Also mach das doch gerne. Ne? Hast du Geld dabei? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, ja, ja, ja. Das dachte ich mir schon. Ne? Hier, das wird auf mich gehen. Dankeschön. Wenn es okay ist. Ich liebe das, wenn es auf dich geht. Komm, wir gehen. Ich auch. Ja, ich. So. Dann ab, schnell aus dem Laden, damit wir es zu Ende suchen können. Ja, ihr werdet das Buch schon finden, da bin ich mir ganz sicher. So, mein Besser. Gerne. Viel Erfolg noch beim Suchen, ne? Viel Spaß. Yalla, Habibi, yalla. Weg hier. Ich will Sarah nicht vorschreiben, was sie tun und lassen soll. Das hat mir beinahe die Beziehung zu Karim kaputt gemacht. Und das will ich auf keinen Fall bei Sarah riskieren. Vielleicht war es richtig, Sarah mit dieser Cleo loszuschicken. Aber irgendwie ändert sich alles. Mein Leben mit Sarah und Karim soll so bleiben, wie es ist. Hey. Hey. Ah. Upsi. Oh, ich hab dir einen Kaffee gemacht. Ist auch nicht mehr ganz so heiß. Doppelt stark und ein bisschen Milch, so wie du den gern hast. Danke. Bitte. Eigentlich wollte ich dir nur sagen, dass ich den Hut vor dir ziehen muss. Ich meine, du hast Sarah mit Cleo losgeschickt und das ist ein ziemlich guter Fortschritt. Cool, auf jeden Fall. Ich meine, die verstehen sich auch echt gut. So eine große Wahl hatte ich ja nicht, oder? Ich
Ist doch so. Jetzt nach meinem Sohn, der jetzt in dem Salon arbeitet, sucht sich meine Frau auch neue Freundinnen, die sie sich so sehr wünscht. Und ja, ich... Mir geht alles durch die Lappen. Mir entgleitet das alles. Nuri, ich weiß, dass das für dich auch mega die Umstellung gerade ist, aber... Versuch, ich weiß, dass es auch nicht einfach sein muss, ne? Aber hey, seh doch einfach die positiven Sachen. Deine Frau hat endlich Girls gefunden, mit denen sie auch mal Girls Talk machen kann und sich gut versteht. Und vielleicht bringt euch das in eurer Ehe ja auch einfach weiter. Ja, Rick, aber mir geht alles. Ich hab nichts mehr im Griff, Mann. Du musst doch auch nicht immer alles im Griff haben. Ich meine, deine Frau hat endlich Anschluss in Berlin gefunden und das ist doch cool. Ja, meine Frau. Also. Aber ich komm. Ich krieg das nicht. Falls du dir Sorgen machst, dass die Mädels irgendwie aus ihr ein Partygirl machen oder so, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich meine, ja, die Girls sind crazy, aber deine Frau ist erwachsen und weiß, was sie will und was sie nicht will. Das stimmt, aber bei den Ladies bin ich mir dann nicht so sicher. Die sind toll. Mir ist die Nummer nicht so geheuer. Du musst dich da einfach nur dran gewöhnen. Ich meine, den Laden fandst du auch erst scheiße. Ist so, mehr wollte ich doch gar nicht. Zeig mal die Klausur von Karin. Die wird er dir selber zeigen. Hey, das darf ich nicht, Sarah. Das weißt du doch. Die zeigt er dir. Da wird er sich drüber freuen, dir die zu zeigen. Okay. Auch was essen. Ich auch. Halt, stopp. Halt, stopp. Was denn? Auf gar keinen Fall. Ihr klopft ein Schweinfall. Ja, aber dafür könnte ich dich verhaften, ne? Entschuldigung. Schweinfall. Wird jetzt wirklich nicht verhaftet? Ja. Wir haben noch die 50 Euro von Nuri. Stimmt, ja. Mitmachen. Ich finde, wir könnten was zu essen bestellen. Nee, und du bleibst noch ein bisschen. Warum habt ihr die denn? Nuri hat uns auf einen Kaffee eingeladen, als ich in der Schule war. Und super lieb. Ja. Dir 50 Euro gegeben, teilt ihr dir das ein? Was? Wie man dich dann manchmal aus deinem Kellerverlies rauslässt? Oder? Hä, hey, was ist hier los gerade, hä? Ja, wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben eben voll lange nichts von dir gehört. Und dann haben wir echt so ein bisschen spekuliert und dachten so, vielleicht wirst du eingesperrt. Ja, nee, ist klar. Ach so, das meint ihr gerade ernst? Ja, weil wir nichts von dir gehört haben und irgendwie... Ja, es war einfach stressig. Das hat gar nichts damit zu tun gehabt. Ich werde auf jeden Fall nicht eingesperrt, okay? Was war denn stressig? Ja, es war einfach stressig in letzter Zeit. Deswegen, es hat nichts mit euch zu tun. Hast du in Frankfurt auch keine Freundinnen? Ja, natürlich habe ich in Frankfurt Freunde, darum geht's auch gar nicht. Das hat auch gar nichts mit euch persönlich zu tun oder so. Aber wir sind nicht die richtigen Freunde. Nee, er muss euch einfach ein bisschen besser kennenlernen. Das ist einfach so ein Schutzmechanismus. Aber wovor? Also warum muss er sich schützen? Er ist einfach oder so... Dich? Ja, vor uns? Nein, das, wie Lösung gesagt, das ist nicht Leute, gegen euch gerichtet. Schluss hier jetzt mal, ne? Also ich weiß nicht, was das jetzt wert? Ein Kreuzverhör oder keine Ahnung? Ja, ich merke schon. Von der Besten gelernt. Ja, Cleo. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Ja, okay, ich verstehe das, aber... Ja, aber ne? Wenn die Sarah sagt, alles ist in Ordnung, ist alles in Ordnung. Ja? Ist ja, aber besser Ordnung, einmal nachfragen, falls irgendwie gut denken, dass irgendwas komisch also ist. Ja, es kommt aber immer auf die Art an. Das stimmt, ich verstehe euch. Ich habe das Gefühl, ihr prasselt, also ihr fragt nicht und das und der Nuri so und der Nuri so. Das ist gerade ein bisschen... Aber alles in Ordnung? Ja, es ist alles okay. Dann ist alles gut? Ja. Er hat mich auch zum Essen eingeladen. Was? Wow. Heute... Der böse, böse Mann. Ich bin kein Fan von ihm. Ich will es nur noch mal sagen. Ja. Ich habe ein komisches Gefühl. Und ich sag manchmal, mir geht's gut, obwohl es nicht gut geht. Und ich sag Cleo, ich sage dir, es ist okay. Wollen Sie noch eine Karte behalten? Ja, gerne. Okay, alles klar. Kommt so schnell wie möglich. Danke. Danke. Ganz spendabel heute, ja? Warum nicht, gleich ne? Gleich geben wir uns mal eine Runde Kaviar, ne? Ja, klar, ihr dürft alles bestellen heute, was ihr wollt. Und noch Creme Brûlée dazu, zum Dessert. Alles. Und dann noch drauf und noch drauf. Aber es ist auch nicht meine einzige Überraschung heute. Hey, hör mal deinem Vater zu. Ja? Ich habe gesagt, es ist nicht die einzige Überraschung. Willst du gar nicht wissen, was das ist? Doch. Handy? Ein Handy? Ja, ein neues du? Handy? Ja. Und wieso? Bist du krank? Warst du beim Arzt, Baba? Hin und wieder, ja, bin ich mal beim Arzt. Ja, aber nee, hallo, hier, schickes Essen, Geschenk und was weiß. Das bist doch nicht du.
Wenn du es nicht willst, kannst du es mir jederzeit zurückgeben. Nee, ich wollte einfach nur sagen, danke, Papa. Gerne. Und ja. Ey, Papa, wiederholen ist gestohlen. Haram. Absolut. Macht man nicht. Aber er ist ja nicht der Einzige. Du gehst nicht leer aus, Schatz. Okay. Was ist das? Ja, vielleicht auch ein Handy. Wäre ziemlich dünn. Dein Ernst? Oh mein Gott. Was soll ich sagen? Es ist wunderschön. Danke. Gerne. Mach's mir mal rum. Ja, klar. Oh, das ist mir viel zu filigran. Das ist ja kein Auto hier oder so. Streng dich an. Ich lieb's. Aua, du zerquetscht meinen Arm. Ja, ja. Ich lieb's, danke. Und ich liebe euch. Ich bin aber gespannt. Der ist mega. Du auch, kann man trinken. Ist gut. Ich misch das mal kurz weg. Alles gut. Kann ja, passieren. Ja, ist gut, kein Stress. Dankeschön. Machen Sie sich keine Sorgen. Hast du gerade nachgespült? Alles gut. Das ist Alkohol doch nicht so cool. Nee, ist cool, ja. Ach so. Ja, aber ich dachte, zur Feier des Tages, ich wollte mich bei euch bedanken. Du hast Frankfurt aufgegeben, deine ganzen Freunde und so für mich. Und für meinen blöden Kram, den ich mache. Also, ja, klar. Wir sind eine Familie. Natürlich mache ich das. Und auf dich bin ich auch stolz. Wirklich. Das mit der Schule läuft jetzt und ja, du hast auch sogar einen Nebenjob. Mhm. Verdienst deine Kohle. Zwar in der Schnitte, Werkstatt wäre natürlich auch cool gewesen. Muss aber nicht sein. Nee, alles gut, alles gut. Alles ja, gut. Nee, du machst schon deinen Weg. Ich freue mich auch. Danke, Mama, ja. Ja, ich finde auch so am Anfang hier in Berlin war schon so kacke eigentlich. Aber dann, seitdem du in die Schnitte eingestiegen bist, seitdem hat sich schon viel geändert, ne? Ja, oder? Finde ich auch. Ja, und deswegen ist auf jeden Fall ruhiger geworden. Ich würde sagen, wir sollten noch mal anstoßen, und zwar auf Rick. Ja, ja, gute doch. Idee. Der hat schon viel, wirklich sehr viel für uns gemacht. Was soll ich denn auf Rick anstoßen? Aber der hat uns geholfen. Also jetzt nur gucken, ein bisschen. Jetzt spiel den mal hier nicht runter. Ja, gell? Der hat schon sehr, müssen wir uns mal eingestehen. Ja, auf aber Rick. Ich finde, der hat dich auch so entspannter gemacht. Ich finde, der ist auch ein Grund, dass wir hier alle so sitzen können. Mhm. Warum bin ich denn jetzt entspannter, nur weil Rick sich um mich gekümmert hat oder was? Was ist der, mein Kindergärtner oder wie? Hä? Papa, es war jetzt einfach nur so nebenher gesagt, dass er uns der geholfen hat quasi. Hey, ich will einfach nicht über die Arbeit sprechen heute. Ist das irgendwie machbar? Also Rick ist jetzt keine Arbeit, schon Freund der Familie mittlerweile. Freund der Familie? Ja. Wie kommt der denn darauf? Ich finde am Anfang, dass du ihn so gehasst hast. Oder? Ja, ne? Aber irgendwie glaube ich nicht. Das ist so eine Hassliebe, weißt du? Hey! Ist das okay? Ist irgendwas zwischen euch vorgefallen? Habt ihr euch gestritten? Ich muss mal kurz. Wo gehst du hin? Was gibt's? So Wichtiges? Ich wollte was Ernstes mit dir besprechen. Okay. Ist keiner im Loft? Nee, möchtest du was trinken? Nee, danke. Entschuldigung, mein Aufzug, aber ich war jetzt auch nicht auf Besuch eingestellt. Nee, das ist. Rick. Ist was passiert? Mein Leben ist kaputt. Mein Leben. Ich hab nichts mehr, alles. Hast du Stress mit Sarah? Nein. Warum hast du das mit mir gemacht? Was soll ich denn jetzt mit dir gemacht haben? Ist es dein Ernst jetzt, dass du mir schon wieder versuchst, die Schuld zu geben an diesem scheiß Kuss? Hab ich dich geküsst oder hast du mich geküsst? Und deswegen kommst du jetzt zu der Uhrzeit hin, um mir das... Hä? Boah, mir geht alles... Was ist denn los? Mir entgleitet alles. Ich kann das nicht mehr machen. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich weiß nicht mehr, wer zur Hölle ich bin, Mann. Ich verzweifle an mir selbst. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich,
wie kann es denn sein, dass ich jetzt plötzlich... Ich komme in diese Stadt und dann küsse ich einen Kerl oder was? Ich hab doch alles. Ich hab mir das nicht so vorgestellt. Hey. Dass dich das alles überfordert, ist doch auch irgendwie klar. Ich möchte nicht mehr. Gestern Nacht. Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Wenn dir das zu viel ist, dann lass es. Wir müssen reden. Bitte komm in die Werkstatt. Amelie? Bezahle ich dich dafür, dass du am Rumtickern bist da die ganze Zeit? Wenn du kannst mit deinen Freunden auch mal anders lästern, jetzt ist da keine Zeit für da. Und auch wenn du mich für cringe hältst, ich bin immer noch dein Chef. Und wenn ich was sage, dann wird das gemacht. Immer diese kleinen Dinge, die man verliert, weißt du? Warum hat er noch ein Foto von Toni in seinem Portemonnaie? Variante 1, er ist verpeilt. Und Variante 2 wäre, er hängt noch an der Ex und vermisst sie dolle und schläft sogar mit den Geschenken ein. Kann auch passieren.